Ja, guten Morgen, lieber Volker. Guten Morgen, lieber Gerd. Gerd Kiefer von der Freiburger Verkehrs AG. Volker Ankelin von der Freiburger Verkehrs AG. Wir kennen uns ja nun schon seit ein paar Jahren. Dennoch bin ich mir nicht ganz sicher, wo ihr alles schon wart und was ihr alles genau macht. Von daher würde ich euch bitten, euch kurz selbst vorzustellen. Ja, mein Name ist Volker Ankelin. Ich bin mittlerweile seit 26 Jahren bei der Freiburger Verkehrs AG tätig. Ich habe erst meine Ausbildung hier bei der VWG in der hausinterne Lehrwerkstatt gemacht. Und über den Fahrdienst dann bin ich in die Fahrschule gekommen. Ja. Unser Aufgabegebiet in der Fahrschule erstreckt sich von der Straßenbahnausbildung. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Über Führerscheinverwaltung, Beschwerdemanagement und was auch ein ganz schönes Thema ist, ist dieses Projekt mobil eingeschränkt, mobil begleiten. Okay, danke schön. Ja, mein Name Gerd Kiefer, ist schon gefallen. Ich bin seit 1986 in der Freiburger Verkehrs AG beschäftigt. Die überwiegende Zeit im Fahrdienst. Bin jetzt seit 5 Jahren fest in der Fahrschule. Mit der Volker Ankelin auch, hauptsächlich mit der Ausbildung von unseren neuen Straßenbahnfahrerinnen und Fahrern beschäftigt und natürlich auch mit unseren mobilitätseingeschränkten Fahrgästen vertraut. Was heißt das genau? Du hattest es ja auch schon Sicherheit, Mobilität angesprochen. Was bedeutet das genau? Ja, das bedeutet ganz genau, dass wir hier bei uns auf dem Gelände der Freiburger Verkehrs AG einen schönen Übungsbahnsteig haben, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass hauptsächlich ältere Menschen oder Menschen, die in irgendwelcher Form in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, den Verkehr nicht aufhalten möchte bei uns. Sie haben einfach Angst, dass sie anderen Menschen zur Last falle, dem Fahrer den Fahrplan kaputt mache, sage ich jetzt mal so salopp. Und deshalb bieten wir den Leuten die Möglichkeit, am Übungsbahnsteig praktisch das Ein- und Aussteigen zu üben. Wir zeigen ihnen, wie sie schnellstmöglich Sitzplatz erreichen können im Fahrzeug, dass ihnen nichts passiert, wenn das Fahrzeug dann seine Fahrt aufnimmt. Versuche ihnen hauptsächlich eben die Angst zu nehmen. Und was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass bei uns bei der VAG Sicherheit ganz klar vor Fahrplan steht. Das muss man auch ganz klar betonen. Dann unsere zweite Stütze von unserem Programm, das sind theoretische Vorführungen in den Einrichtungen, wo mobilitätseingeschränkte Fahrgäste wohnen, leben oder arbeiten. Da haben wir eine Präsentation im Gepäck, gehen wir in die Einrichtungen rein, halten Vorträge, zeige kleine Videoclips, wo eben auch das Thema Einsteige, Aussteige, sicherer Sitzplatz behandelt wird. Ja, und es kommt wirklich sehr gut an. Okay, das klingt super spannend und halte ich auch für eine sehr wichtige Aufgabe. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich hätte Interesse daran. Also entweder ich bin in einer Senioreneinrichtung, kommt dann die Leitung auf euch zu, geht ihr auf diese Menschen zu oder die Leute, die zu Hause wohnen, wie kommen die an so einen Übungstag ran? Also wie werde ich darauf aufmerksam? Ja, das ist ganz einfach so, dass wir in der Anfangszeit von unserem Programm, das war 2013, ist das Ganze ins Leben gerufen worden, da sind wir aktiv auf eigentlich fast alle Einrichtungen in Freiburg zugegangen, bis das Ganze ein bisschen im Laufe war. Mittlerweile reagieren wir jetzt auf Zuruf. Ja, wir stehen auf der Website von der VAG, stehen wir drin als Ansprechpartner, der Volker Ankelin und ich. Da kann man auf einem ganz kurzen Weg mit uns Kontakt aufnehmen, wir vereinbaren dann einen Termin und dann gehen wir ganz auf die Wünsche von der Einrichtung ein. Ja. Privatpersonen rufen uns auch als an. Da haben wir auch schon wirklich Einstiegsübungen draußen gemacht, an der Heimathaltestelle, sage ich jetzt mal, uns die Örtlichkeit angeschaut und dann dort mal geübt im laufenden Betrieb. Haben wir auch schon gemacht. Ja. Kostet das was für die Menschen da draußen? Nein, oder? Das Ganze kostet nichts. Okay, das heißt, ihr bietet es als Serviceleistung für die Menschen in und um Freiburg an. Ganz genau. Toll. Volker, du hast das Mikrofon gerade schon wieder ergriffen. Ich würde gerne noch ein bisschen was über euch privat erfahren und euren Bezug zur Stadt Freiburg. Was verbindet euch mit dieser wunderschönen Stadt? Freiburg, Heimat. Warum Heimat? Ja, wir sind beide in Freiburg aufgewachsen. Freiburg ist für uns, als Freiburger Bubble, sage ich jetzt mal, versteht man, dass man einfach
alle Freunde in Freiburg hat. Wenn man an mal andere Städte geht, andere Städte bereist, ja, dann ist man einfach wieder froh, ja, wenn man unseren Schauensland sieht, ja, wenn man einfach wieder in Freiburg ist, weil das einfach, ja, die Heimatverbundenheit, die ist halt natürlich riesig groß. Ja. Okay, das klingt, das kommt aus dem tiefsten Herzen. Ja. Ja, mir geht es ja gerade nicht anders als in Folger. Auch als Freiburger Bubbele im St. Elisabeth Krankenhaus auf die Welt gekommen. Ja. Und viel auch andere Städte schon bereist und wo man gesagt hat, ja, Toskana, das ist ein bisschen so meiner Frau und mein Ding, da gefällt es uns wahnsinnig gut. Jetzt seitdem wir wieder einen Hund haben, gehen wir auch mal wieder gerne in die Berge. Aber ich werde niemals hier die Wurzeln in Freiburg rausreisen, das werde man nie machen. Ja. Wenn man dann noch eben im Betrieb arbeiten kann, der eben auch mit Freiburg so verbunden ist und Freiburg repräsentiert und das Produkt, was wir da abliefern hier, ja, wenn man da voll dahinter stehen kann, dann wird man eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Schön, vielen Dank. Die nächste Frage, die uns beschäftigt, ist das Thema, große Thema der Sicherheit. Ne? Klar, Verein Sicheres Freiburg, Thema Sicherheit. Inwieweit spielt die Sicherheit bei der VAG eine große Rolle? Du hast ja einmal schon erzählt, also das Umgehen oder die Möglichkeiten mit älteren Menschen, denen aufzuzeigen, wie sie mehr Sicherheit bekommen. Aber ich denke auch an andere Szenen, was weiß ich, Wochenende oder es kommt zu einer Auseinandersetzung. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da irgendwelche Pläne oder was sagt die VAG dazu? Es ist natürlich so, dass Sicherheit bei uns eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja, wo so viele Menschen auf einem Haufen sind, sage ich mal, da muss natürlich auch eine Möglichkeit geben, erst einmal das Sicherheitsgefühl zu geben, gerade in den Fahrzeugen. Und es ist bei uns einfach so, dass der Fahrer ja, für die Sicherheit im Fahrzeug ja, zuständig ist. Er hat das offene Ohr für die Sicherheit. Es ist natürlich so, dass unsere Fahrzeuge, die längste mit 43 Meter, da kriegt der Fahrer das natürlich nicht immer mit, das ist ganz klar. Und da ist es einfach so, dass man sich einfach laut artikulieren soll, sich bemerkbar oder jemand bitten, zum Fahrer zu gehen, ihm das zu melden. Oder was man vielleicht auch machen könnte, wenn das nicht möglich ist, dass man zum Fahrer durchkommt, dass man dann direkt die Notrufnummer der Polizei wählt, ja, und natürlich dazu sagt, dass man eben Fahrer der Straßenbahn ist und die Polizei setzt sich dann mit unserer Leitstelle zusammen und versucht natürlich so schnell wie möglich zu dem Fahrzeug zu kommen. Das heißt, wenn ich das nochmal kurz wiederholen darf, was du gerade gesagt hast, selbst wenn ich mich in einem fahrenden Fahrzeug befinde und auch nicht 100% sicher bin, wo was ist, habe ich trotzdem die Möglichkeit, die 110 zu wählen. Beziehungsweise dem Fahrer Bescheid zu sagen und dann setzt ihr euch mit der Polizei in Verbindung und gebt denen dann quasi den Standort durch oder naiv gefragt, wie stelle ich mir das vor? Es ist so, es ist jetzt noch nicht so oft vorgekommen, aber es ist dann in solchen Fällen so, dass die Polizei unsere Leitstelle, die Tag und Nacht besetzt ist, kontaktiert und die dann praktisch den Standort von dem Fahrzeug durchgibt. Ja, die Polizei entscheidet dann auch, an welcher Haltestelle, da könnte man jetzt praktisch am schnellsten hinkommen und es funktioniert wunderbar. Stichwort neue Fahrzeuge. Du hast gesagt, Fahrzeuglänge bis zu 43 Metern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade ältere Menschen, die können nicht so ohne weiteres nach vorne laufen oder ich kenne auch noch die Situation, wo es so voll ist, dass selbst wenn ich schnell laufen könnte, ich nicht nach vorne komme. Habt ihr euch da was einfallen lassen oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, an den Fahrer ranzukommen, außer... Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen schulen wir unsere Fahrgäste, die Hilfe brauchen, so, dass sie das beim Einsteigen schon ganz klar äußern sollen. Ja, die sollen sich draußen hinstellen, wenn sie die Rampe brauchen, die man in unsere Fahrzeuge habe, sollen sie gleich den Fahrer nach hinten bitten und dann möglichst gleich die Ausstiegshaltestelle und die Hilfe, die sie dort benötigen, anwenden, schon beim Einsteigen. So, und was wir dann noch haben, wir sind ja hier mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Das heißt, das Schöne daran ist, dass man nicht allein als Einzelkämpfer hier unterwegs ist, sondern immer irgendwelche Leute um sich herum hat. Das wäre jetzt wieder mal der Punkt oder der Moment, wo wir auch eine Lanze für unsere
junge Fahrgäste sprechen kann. Herr Volker, weißt du noch, damals, wir waren auch mal jung, das war schon lange her. Ja, schon, ja, aber ja, was jetzt damals schon geheißen ist, die heutige Jugend, ja, da ist halt gar nichts mehr los. Genauso ist es jetzt auch. Aber die heutige Jugend ist kein bisschen schlechter. Nein, die haben sich nicht verändert. Die haben sich überhaupt nicht verändert. Einzigste kleine Problem, was man eben habe, aber das schließe ich mich mit ein, wenn man im Fahrzeug sitzt, dann sitzt man da, dattelt auf dem Handy rum mit möglich noch Kopfhörer, Stöpsel im Ohr und ist einfach abwesend, aber dann einfach die jungen Leute anspreche und dann gibt es eigentlich nie ein Nein. Ja, da ist immer jemand da, der einem hilft. Okay, das würde die Jugend freuen, meine Kinder wahrscheinlich auch, und sagen, siehst du Papa, habe ich doch gesagt, so schön sind wir gar nicht. Ja, das muss man auch mal betonen, weil es einfach so ist, es ist so. Ja, das ist es, ja. Okay. Ich habe in dem neuen Bus neulich, habe ich irgendwas gesehen, was mich so ein bisschen an eine Notrufsäule erinnert hat. Was hat es damit auf sich? Sind die funktional? Sind das Attrappen? Oder? Nee, das war dann in der neuen Straßenbahn. Ah, okay, sorry, das kann auch sein. Das war die neue Straßenbahn, ja. Da haben wir aufgrund der Länge, ja, das ist das neueste Modell unserer Urbus, da sind Notrufsäulen im Fahrzeug verbaut. Und da kann man dann über diese Notruftaste, da kann man direkt Kontakt zum Fahrer aufnehmen. Eine direkte Schnittstelle, also bedeutet, ich sitze weiter hinten, komme nicht ohne weiteres nach vorne und dann drücke ich drauf und dann kann der Fahrer mit mir sprechen. Im Notfall kann die benutzt werden und der Fahrer kann dann auch gleich Hilfe holen. Ja, verstehe. Wunderbar. Letztes Thema, Thema Anekdoten. Um mit was Positivem abzuschließen. Ich habe erzählt, ich komm ursprünglich aus Berlin und so wie ich es in Berlin erlebt habe, kann ich mich zumindest an keine Situation erinnern, wo ein Bus angehalten hat, nachdem ich losgefahren bin. Also mir ist natürlich klar, dass wenn viel zu tun ist oder wenn Berufsverkehr ist, um die Zeiten einzuhalten, kann man natürlich nicht jedes Mal stehen bleiben. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich war gerade eine Woche in Freiburg. Ich war damals noch am Siegesdenkmal und ich komme angebottet und sehe tatsächlich einen Bus, der losfährt und bremse natürlich ab und der Busfahrer blieb stehen, machte die Tür auf und meinte, bitteschön. Und dann habe ich ihn mit großen Augen angeguckt und habe gesagt, das ist mir noch nie passiert. Und ich glaube, der hat sich so ein bisschen auf den Arm genommen gefühlt. Aber ich meinte das durchaus ernst, weil ich das so nicht kannte. Das heißt, mein erstes Erlebnis mit der VAG war gleich sehr, sehr positiv. Habt ihr eine Anekdote aus eurem langjährigen Arbeitsalltag, die hier noch erwähnenswert wäre? Ja, es gibt natürlich viele Erlebnisse, die man gehabt hat im Laufe der Jahre im Fahrdienst. Da ist jeder Tag ist anders, das ist das Schöne an dem Beruf. Ja. Es gibt natürlich auch mal Situationen, ja, die wir jetzt natürlich nicht jeden Tag erleben, aber ich sag mal, es überwiegt natürlich immer das Schöne. Und da gab es mal eine Situation, ja, die fand ich dann eigentlich auch recht lustig und amüsant. Ich habe auch immer mich so umgekehrt, irgendwo eine versteckte Kamera ist. Ja. Da komme ich mit dem Bus angefahren und da ist eine Entenfamilie aus dem Parkhaus gegangen. Oh. Ja. Und wie es ja in der heutigen hektischen Zeit eigentlich so ist, sage ich mal, da wird gemacht, die werden verscheucht oder sonst irgendwie. Und da war es halt einfach so, wir sind da gestanden, ja, die Leute sind aus der Autos ausgestiegen und ja, es war ein großes Gelächter. Ich fand das ja nicht gerade so, ich habe ja gesagt, was ist jetzt los, ja. Das war eine schöne Situation und das bleibt natürlich hängen, solche Anekdote. Ja. Und den Enden geht es hoffentlich oder geht es super, die sind echt super gegangen. Ich glaube, die haben sich auch gefreut. Und ich glaube, die wollten Bus fahren. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie in die Richtung, aber ja, es war auf jeden Fall eine schöne Situation. Es war eine schöne Situation, wie sich alle drumherum verhalten haben. Die haben sich alle gefreut. Okay. In der heutigen hektischen Zeit ist das natürlich sehr selten. Ja. Prima, danke. Gerhard, hast du noch einen Schwank? Ja, da fällt mir jetzt eigentlich ganz spontan eine ganz nette Geschichte aus meiner jetzigen Tätigkeit ein. Und zwar war ich unterwegs als Ausbilder Straßenbahn, bin vom Bahnhof runtergefahren zur Escholtstraße. Und als ich in die Haltestelle Escholtstraße reingefahren bin, hat mir der Fahrer, der im Gegenzug saß, schon ganz windgunge und gesagt, hey Gerd, super, dass du gerade kommst, hilf mir mal, ich komme nicht weg. Ja, und dann bin ich aus meiner Bahn raus, auf der anderen Bahnsteig rüber. Jetzt in der Zwischenzeit gerade 14er ausgelade, der eine komplette Ladung von der Caritas-Werkstätte abgeladen hat.
der angeliefert hat an der Haltestelle. Und ich laufe darüber um die Straßenbahn rum und wie mich der erste sieht, ging es dann gleich los. Herr Kiefer, Herr Kiefer. Das ist dann ja eigentlich schon eine schöne Situation gewesen, die haben natürlich gefreut. Und dann das Gute an der ganzen Geschichte war, die Bahn lief dann auch noch hinterher. Also das war richtig schön. Und man erfährt natürlich auch Wertschätzung, ja, und weiß, dass das, was man macht, auch entsprechend gut bei dass den Menschen ankommt. Dass es ankommen. Nicht ganz so falsch ist, was mir da draußen veranstalte. Ja. Prima. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, wo ihr sagt, das möchtet ihr unbedingt noch loswerden? Abschließend. Für uns eigentlich ist ganz wichtig, für die Fahrgäste im Fahrzeug, sollte es Probleme geben, bitte Infrarer melden. Der Fahrer hat die Möglichkeit, über die Leitstelle Hilfe zu holen. Ganz wichtiger Appell. Also Stichwort auch Zivilcourage, auch ein großes Thema. Nicht den Helden spielen, sondern lieber einmal zu viel zum Fahrer oder zur Fahrerin gehen. Lieber Bescheid sagen, die können dann entsprechend. Ganz genau. Ich sag mal, es gibt nie ein zu viel zum Fahrer gehen. Ja, wenn es um Sicherheit geht, gibt es kein zu viel. Okay, vielen Dank, Volker. Gerd? Ja, ich meine, jetzt sind wir wirklich schon fast schon am Abschluss angelangt. Ich möchte einfach nur unsere Fahrgäste weiterhin gute Fahrt wünschen mit der Freiburg Verkehrs AG. Viel Spaß, vielleicht sieht man sich mal draußen. Ja, das war eigentlich so mein Schlusswort. Super, das ist in der Tat auch so der perfekte Abschluss für unser heutiges Treffen. Lieber Gerd, lieber Volker, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Danke. Dankeschön.